Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Wir mussten gerade wieder von der Bühne. Wir waren noch nicht mal mit dem Soundcheck fertig und ja, es regnet ein wenig und blitzt und donnert. Und der Gig ist erstmal. Das ist unterbrochen. Heute vor einem Jahr haben wir das erste Mal so einen richtig schönen Videoblog gemacht. Der wird mal hier verlinkt. Und ja, wir fahren jetzt erstmal schnell zur Tanke, noch ein Käffchen und ein Brötchen holen. Und Putschi und Paul sind schon vor Ort und haben berichtet, dass da jede Menge los ist schon. Hier ist ja der Rest der Bande. Und ja, naja, und wie es da so wird, erfahrt ihr natürlich. Wo sonst außer hier? Nur bei uns. Robin, da hast du doch Bock, ne? Ja. Genau. Naja, gut, wie auch immer. Wir sehen uns dann gleich, wenn es irgendwas Lustiges zu berichten gibt. Und wenn nicht, sehen wir uns in der prallen Sonne im Spreewald. Bis gleich. Haut rein. Hallo. Herzlich willkommen im Spreewald bei den Gurken. Guten Tag. Wieso werde ich geführt? Ich darf nicht. Ich sah so scheiße aus. Herzlich willkommen hier bei Megamind Video. Wir machen jetzt erstmal ein schönes Interview. Wenn das Megamind Video ist, dann ist das auch meine Kamera. Wenn du willst, kannst du dich jetzt verlinken. Ja, Megamind Video auf Facebook, auf Scheiße. Auf Scheiße. Megamind Video auf Scheiße. Megamind Video auf YouTube, weil da sind auch Clips so vom, auch vom Spreewald jetzt seit neuestem. So, mach mal. Rotz und Wasser ist da drauf, so zum Beispiel. Ja, na, das interessiert aber keinen. Ich sag nur, ja, die finden alle scheiße. Ja. Ja, moin, moin. Wir gehen jetzt mal in eine kleine Runde und gucken uns das hier mal alles an. Ich bin ja auch zum ersten Mal hier. Ja, wir gucken mal, was man hier alles so kaufen kann, ne? Was es hier so an Biersorten gibt. Genau, Bier ist natürlich immer erste Lage. Also hier haben wir schon mal ein geiles Zelt. Da sind auch überall Dinger hier so, wo man was essen kann. Genau, dann laufen wir jetzt mal hier zum VIP-Zelt-Stage-Blum, hinter der Stage, ne? Kann man das so nennen, oder? Ja, ja. Nach dem Bierchen sieht die Welt dann auch schon wieder ganz anders aus, ne? Hier hinten geht's auf die Bühne. Alles in schwarz, so wie das sein muss. Rock'n'Roll, Alter. So, hier chillen die ganzen Leute. Wir holen uns jetzt erstmal ein schönes Bierchen. Du, wir müssen jetzt noch Pause haben. Das ist der Paul. Böser Junge, du Markus. Ich hab Mitleid. Filmst du gerade mein Genital? Nee, du bist komplett drauf. Nein, ich bin jetzt nicht spektakulär aufgestanden. Ich bin wie ein alter Mann aufgestanden. Na, wir gehen jetzt mal kurz zu unserem ESC-Camp. Mal gucken, was da so abgeht. Die Leute noch mal richtig schön einschwören für 17:30 nachher. Wenn es dann heißt, fünf Brüder aus Berlin rufen auf zur Attacke. Attacke. Wir können jetzt auch bis ganz nach vorne zum Einlass laufen und dann ganz akkurat den Weg lang. Nee. Wir können ja ganz akkurat hier durch die vollgepissten Büsche latschen. Ja, Mann. Los. Ich diese Festivalnummer vermisst habe. Überall riecht's nach Grill, überall riecht's nach Kacka und die Welt ist ein Traum. Heidi ho! Grüß dich, ne? Na? Sieht bloß die Jacke aus, Alter. Sieht grauenvoll aus. Viel zu warm. Das sieht so grauenvoll aus. Viel zu hässlich. Ja, gebe ich auch Hoffnung, ehrlich zu. Kommt der Regen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ihr hört es jedenfalls. Ja, wir mussten gerade wieder von der Bühne. Wir waren noch nicht mal mit dem Soundcheck fertig. Und ja, es regnet ein wenig und blitzt und donnert. Und der Gig ist erstmal. Der Gig ist erstmal. Das ist unterbrochen. Dutschi ist schon ganz durch.
Ja, wir müssen jetzt erstmal hier auf den Bühnentechniker warten und gucken, dass wir dann irgendwann loslegen können. Jo, Alter! Naja, gut. Wir sehen uns dann gleich, wenn es vielleicht nochmal irgendwann losgeht. Plitsche, platsche! Plitsche, platsche! Okay, ein Jahr. Wir feiern ein Jahr Videoblogs mit den Orm. Heute hier, wie vor einem Jahr, Spreewald Rock Festival. Das Info läuft. Wir gehen jetzt gleich auf die Bühne. Paul ist schon total betrunken. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Und gleich reißen wir diese Scheißhütte ab, Alter! Jawohl! Scheinbar sehr zufrieden. Ja, wir kommen wieder, hoffentlich. Maria ist umgefallen.